Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen. Hier ist der Kapelle auf dem Höchsten, oberhalb des Bodensees und gegenüber den schweizerischen und österreichischen Bergen. Beim Einkaufen ist mir neulich dieses kleine, aber feine Teil begegnet. Ein Radiergummi mit der Aufschrift "Nix passiert, wegradiert". Das wär's, oder? Wenn in unserem Leben irgendetwas passiert, was uns unangenehm ist, was peinlich ist, vielleicht etwas, was misslungen ist oder was zerbrochen ist, einfach mit so einem Radiergummi drüber wischen und dann nichts passiert, wegradiert. Aber so ist es nicht. Wir haben keinen Radiergummi. Was wir haben, wir dürfen Gott Vertrauen haben, dass er auch auf unseren krummen Linien gerade schreibt. Das hat unser Gast, den wir heute in der Stunde des Höchsten haben, erlebt. Ein Fußballprofi, der es ganz nach oben geschafft hat. Michael Sternkopf, ehemaliger Bayern-Spieler. Er erzählt, wie es eben nicht nur Höhen gab, sondern auch Tiefen im Leben, wo er am liebsten etwas wegradiert hätte. Aber er hat zum Glauben gefunden. Und was sich dadurch verändert hat, das erzählt er uns heute. Freuen Sie sich auf diesen Gottesdienst. Lasst uns diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich freue mich, wenn Sie einstimmen in ein erstes Loblied. Lassen Sie uns gemeinsam beten mit Worten von David aus Psalm 9. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Denn du führst mein Recht und meine Sache. Du sitzt auf dem Thron, ein rechter Richter. Der Herr ist des Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not. Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du verlässt nicht die, die dich, Herr, suchen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heiliger Gott, Vater im Himmel, das tut gut zu beten und zu hören.
Hilf uns, das zu glauben, dass du für uns bist, dass du auf dem Thron sitzt und gerecht regierst und dich um unsere Sache annimmst. Du weißt, was in den letzten Tagen alles nicht gelungen ist, was zerbrochen ist, was verloren gegangen ist. Wir haben nichts, womit wir das wieder gut machen können. Nichts, womit wir uns zurechtbringen können. Aber wir vertrauen auf dich, heiliger Gott, dass du dich um unsere Sache annimmst. So rede zu uns in diesem Gottesdienst, wir wollen hören. In Jesu Namen. Amen. Freuen Sie sich mit mir auf unseren heutigen Gast, Michael Sternkopf, ehemaliger Profifußballer. Mit 5 Jahren begann er, Fußball zu spielen. Mit 18 Jahren hatte er schon einen Profivertrag in der Tasche. Er spielte für den Karlsruher SC, für Freiburg, für Borussia Mönchengladbach, aber eben auch für Bayern München. Schaffte es in die U21 und U18-Nationalmannschaft und war bei der Olympia-Auswahlmannschaft dabei. Sie verstehen es, wenn ich ein bisschen aufgeregt bin. Herzlich willkommen, Michael Sternkopf, bei uns in der Stunde des Höchsten. Dankeschön. Wenn ich schon mal so einen berühmten Fußballer bei mir habe, dann hätte ich doch gerne auch ein Autogramm, wenn es irgendwie möglich ist. Sehr gerne. Gerne hier auf der freien Seite, genau. Wunderbar, das werde ich mir gleich einrahmen, Michael Sternkopf. Wie viel ist so ein Autogramm wert? Ich weiß nicht, es hat einen ideellen Wert wahrscheinlich. Was macht das mit einem, wenn man Autogramme geben darf? Boah, man wird bewundert. Ja, mich hat es ab einem gewissen Zeitpunkt hat's mich eher irgendwo unter Druck gebracht und belastet. Ich habe gerne Kindern, auch Erwachsenen, Poster, Autogrammkarten oder sonst was unterschrieben. Mhm. Aber irgendwie fühlte ich mich dabei nie so richtig wohl, wenn man so als Star gesehen wird, für den man sich selber gar nicht so fühlt. Also ich hatte ein Talent zum Fußballspielen, aber ich war für mich, mir war immer klar, dass ich nicht irgendwas Besonderes bin gegenüber den anderen Menschen. Und das hat mich immer irgendwo eher belastet, wenn ich so angehimmelt wurde oder ja. Aber Sie sind doch was ganz Besonderes und Sie haben es im Olymp des Fußballhimmels bis ganz nach oben geschafft. Sie haben es sogar geschafft, dass Bayern die höchste Ablösesumme für Sie damals bezahlt hat, fast 4 Millionen D-Mark. Mhm. Also Sie haben geschafft, was viele andere nicht schaffen. Ist Ihnen das so bewusst und sind Sie darauf stolz, dankbar oder? Ja, ich meine, natürlich war das damals eine Riesensache, wie der Uli Hoeneß bei meinen Eltern angerufen hat und hat Interesse bekundet, nachdem wir mit dem KSC gegen Bayern München gespielt haben, gegen Jürgen Kohler, damals der weltbeste Verteidiger. Und natürlich ist man da stolz und natürlich sagt man da, hey, jetzt weißt du auch, für was du deine ganze Jugend früher aus dem Schwimmbad in Sommerferien gegangen bist, zum Trainieren. Die Kollegen aus meiner alten Mannschaft konnten noch bis 8 Uhr bleiben. Ich hatte Training dann in meinen ersten Jahren beim KSC in der Jugend. Ja, man hat schon viel investiert, man hat schon auf viel verzichtet und das hat sich dann insofern ausbezahlt, sage ich mal, dass es vom KSC dann sogar noch zu Bayern München ging. Mhm. Im Nachhinein bin ich da schon auch froh, dass ich da 5 Jahre spielen durfte. Ob das aber für jeden erstrebenswert ist, so in der Öffentlichkeit zu stehen, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Sprechen wir gleich nochmal. Uli Hoeneß musste tatsächlich bei Papa und Mama anrufen und fragen, kriegen wir den? Ja, das war damals der erste Kontakt. Da war mit Spielerberatern, so wie das seit Jahren jetzt gang und gäbe ist, das gab es damals noch nicht so. Und da wurde noch der klassische Weg über die Eltern gegangen. Also, und die wollten das oder haben die gesagt, nö, nur für 8 Millionen? Nee, die hatten, also ich habe noch einen Bruder und die haben uns letztendlich immer entscheiden lassen, was wir wollten. Und hinter der Entscheidung sind sie gestanden. Und natürlich, wenn man als 19-Jähriger dann ein Angebot von Bayern München bekommt, das ist schon was Außergewöhnliches. Und natürlich sagt man da nicht einfach, ach nee, ich bleib mal noch in Karlsruhe. Mhm. Also natürlich war der Reiz groß. Es war schwierig dann bei Bayern München im ersten Jahr, speziell weil 1990 Deutschland Weltmeister wurde. Mhm.
Bayern München hatte 6 oder 7 Spieler in der Nationalmannschaft zu dem Zeitpunkt. Dann kann man sich vorstellen, dass unter den ersten Elfen die Plätze rar waren. Und dann kam bei mir im ersten Jahr noch ein Bandscheibenvorfall dazu, der operiert werden musste. Längere Verletzungspause. Und aber trotz allem bin ich natürlich wahnsinnig froh, dass ich 5 Jahre bei dem Verein gespielt habe. Aber auch Zeiten hatte, wo ich gelitten habe. Mhm. Also das muss man schon sagen. Man sieht Sie mit der Meisterschale, die deutsche Meisterschaft mit den Bayern gewonnen, lange Jahre für die Bayern gespielt und trotzdem dann irgendwann ausgestiegen, Vertrag nicht mehr verlängert, auch gesundheitliche Probleme gehabt. Was macht das mit einem? Kriegt man da Krise, Schnappatmung, Frust, Depression? Was macht das mit einem? Gut, da müsste ich jetzt nochmal wieder ein bisschen zurückgehen, weil ich in der Kindheit, in der Jugend falsche Werte mir angeeignet habe. Mhm. Sprich, als Kind kriegt man natürlich wahnsinnig schnell mit, wenn man was leistet, also sprich, wenn man diszipliniert ist, ins Training geht, erfolgreich ist, am Wochenende ein Spiel gewinnt, dann wird man überall in den Arm genommen und geherzt und gedrückt und auch ich lieb dich und toll war's. Mhm. Das Gleiche, wenn man von der Schule nach Hause kommt und hat mal eine gute Note geschrieben, was auch vorkam. Ja, da wurde man gedrückt und da wurde einem Liebe ausgesprochen. Das wurde aber nach Niederlagen im Fußball nicht und das wurde auch bei keiner schlechten Note, wenn man nach Hause kam. Mhm. Und das ist mir einfach heutzutage ein Anliegen an Eltern zu sagen, hey, ich habe das damals missverstanden oder ich hab mir meinen Wert gegeben, nur immer durch Erfolg, wenn ich was geleistet habe. Und ich glaube, es ist wichtig, speziell in der heutigen Zeit, dass die Kinder wissen, sie sind geliebt, auch wenn sie Niederlagen haben, auch wenn sie mit einer 5 oder einer 6 mal nach Hause kommen, dann müssen wir Liebe aussprechen. Wir müssen dann für Freunde da sein oder für die Familie, wenn es einem schlecht geht. Wenn es einem gut geht, dann braucht man keine Unterstützung. Aber gerade dann, sag ich mal, ist es meiner Meinung nach eminent wichtig. Und das hat mir den Druck gemacht natürlich, dass ich mich immer nur über Erfolg definiert habe, dass ich mir meinen Wert gegeben habe über den Erfolg. Und dann kommt ein Bänderriss dazu, wo man 6 Wochen ausfällt. Man kann nicht trainieren, man kann nicht spielen. Man hat keinen Erfolg. Also fühlte ich mich damals dann auch wertlos. Mir ging es schlecht. Und genauso, wenn man am Wochenende mal nicht von Anfang an gespielt hat. Man fühlt sich einfach nicht gut. Und das macht den Druck immer größer. Ich will Erfolg haben, damit ich mich wertvoll fühle. Und das darf einfach nicht sein. Heute gilt es für Sie nicht mehr, Titel und Trophäen zu gewinnen. Sie haben was anderes gewonnen. Das hängt Ihnen da auch am Hals, nämlich das Kreuz. Ja. Sie haben sich bekehrt, haben zu Jesus gefunden. Was hat es damit auf sich? Was bringt Ihnen Jesus? Ja. Sie haben doch alles erreicht. Ja, alles erreicht. Die Frage ist immer, wie definiert man alles? Also jetzt, glaube ich, habe ich alles erreicht. Früher war ich einigermaßen erfolgreich im Fußball, was aber nicht bedeutet, dass ich alles erreicht habe. Ich habe durch einen Freund, durch den Michael Stahl, zu Jesus gefunden. Der hat mir vor 1,5 Jahren viel von ihm erzählt. Und da ich 7, 8 Jahre lang nicht wusste, wohin mit mir, nach einem Burnout 2011, war das irgendwo so die letzte Chance, Hoffnung, weil ich kam einfach nicht auf die Beine. Ich hatte Versagensängste, ich hatte Ängste, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, weil ich dann wieder unter Druck stand, Leistung bringen zu müssen, über Leistung wieder definiert zu werden oder mich zu definieren. Und seit ich Jesus in mein Herz eingeladen habe, am 26. April 2018, gingen mehr und mehr Ängste aus mir heraus, weil ich einfach weiß, hey, ich bin gut so, wie ich bin. Ich bin geliebt mit all meinen Fehlern, mit all meinen Schwächen, mit all meinen Ängsten, mit all meinen Sorgen. Und das macht es mir einfach wahnsinnig leicht, jetzt auch hier so vor der Kamera zu sitzen, ohne großartig angespannt oder nervös zu sein. Sie haben einen Namen und Sie treten auch mit vielen bekannten Namen noch auf. Sie spielen in der Bayern-Legendenmannschaft mit Klaus Augenthaler, mit Lothar Matthäus, mit, Giovanni Elber und so weiter und so fort. Merken die, dass Ihr Mitspieler Michael Sternkopf heute fromm ist oder ein anderer? Ja, das Wort fromm mag ich gar nicht so doll. Also ich bin Christ und ich möchte für ihn leben. Ich möchte so sein wie er. Das werden wir zwar alle nicht, aber
so der Fromme bin ich nicht. Also ich glaube, ich habe eine andere Art, mein Glauben und Jesus in die Welt rauszutragen. Mhm. Und ja, wie ich Jorginho vor einem halben Jahr erzählt habe davon, dann hat er mich in den Arm genommen, hat fast Tränen in den Augen gehabt und hat gesagt, Michael, das ist großartig. Also du wirst sehen, das wird dir helfen und du wirst für viele Menschen Segen werden können. Mhm. Und ja, momentan bin ich für mich gesundheitlich einfach auf einem guten Weg. Ich habe viel probiert in der Vergangenheit mit Therapiegesprächen, mit auch wiederum Antidepressiva und kam aber irgendwie nicht weiter. Mhm. Und die Ängste und was er jetzt aus meinem Leben gemacht hat und wie er mir geholfen hat, ist übernatürlich. Mhm. Also kann ich nur jedem empfehlen. Das ist spannend. Sie sind auf den Olymp gekommen, ganz oben, haben viel Geld verdient und waren oder sind ein Star. Viele andere träumen davon und rennen und hecheln dem hinterher. Sie sind schon wieder auf dem anderen Weg, nämlich runter von diesem Olymp und sagen, jetzt bin ich glücklich und zufrieden. Was würden Sie denn denen raten, die immer noch dem Erfolg hinterherhecheln und so viele offene Wünsche haben? Was würde ich denen raten? Ich meine, ich kann natürlich verstehen, dass jeder irgendwo auf so einen Olymp hoch will und dass jeder erfolgreich sein will, dass jeder viel Geld verdienen will. Ich glaube, man muss mal da oben gewesen sein, um zu verstehen, dass das einen nicht glücklich macht, dass das einen nicht zufrieden macht. Mich hat dieser Bekanntheitsgrad früher, mich hat das erdrückt. Es kann keiner nachvollziehen, was es bedeutet, wirklich über 10, 12 Jahre, 13, 14 Jahre, jeden Tag beobachtet zu werden, jeden Tag, wie vorhin schon gesagt, im Training eine Kamera dabei, jeden Tag beurteilt zu werden, jeden Tag verglichen zu werden mit anderen Fußballern, wo es heißt, oh, der hat das aber besser gemacht. Mich hat es kaputt gemacht, ich habe meine Identität verloren und bin jetzt mit ihm in meinem Herzen seit anderthalb Jahren auf einem verdammt guten Weg, wieder einfach der Alte zu werden, der ich vielleicht früher irgendwo mal in der Kindheit war. Von Gott gut ausgedacht, durchdacht und so. Wunderbar geschaffen. Michael Sternkopf, Sie sind viel unterwegs, auch in Gemeinden rein, erzählen von dem, was Sie erlebt haben, auch zwischen den Zeilen, von den Krisen, von dem, das nicht alles Gold ist, was geglänzt hat. Nein, ich denke einfach, oder ich sehe es als meine Berufung an, den Menschen klarzumachen, dass Fußball nicht das ist, was wir im Fernsehen sehen, sondern dass da mehr dahinter ist, dass da junge Menschen, die auch Gefühle haben, die auch Emotionen haben, die auch Ängste haben, dass die auf dem Platz stehen und eigentlich mehr Unterstützung bräuchten, als jedes Mal Kritik zu erfahren. Mhm. Also die Jungs leisten schon einiges. Mhm. Die leisten sehr viel und das Level, auf dem heutzutage Fußball gespielt wird, das ist so enorm hoch, wo ich sage, hey, man könnte den Fußball als Moderator auch anders rüberbringen. Und nicht immer nur kritisch und das darf nicht und hier hätte er besser machen müssen und der verdient so viel Geld und deswegen müsste er das können. Mhm. Nein, das hat mit dem Geld alles nichts zu tun. Ich finde, die Jungs machen alle in der ersten Liga, zweite Liga, die machen einen klasse Job und haben ein Niveau über das ganze Jahr gesehen durchschnittlich. Das ist enorm bei der heutigen Medienlandschaft. Ich hoffe, wir haben es hier ein bisschen anders gemacht in der Stunde des Höchsten. Schön, dass Sie erzählt haben, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wenn Sie Fragen haben an Michael Sternkopf, schreiben Sie uns. Wir leiten die Fragen gerne weiter. Wie gesagt, er ist auch Experte in Sachen, wie geht man mit Druck um und wie kann man aus tiefen Tälern dann auch wieder rauskommen. Und das kommt bei ihm ganz authentisch rüber als Experte. Danke. Michael Sternkopf, ich sehe gerade in der hinteren Ecke von unserer Kapelle liegt ein Fußball. Ich frage mal meinen Kameramann, könnt ihr mir den kurz herrollen? Weil das wäre schön, wenn ich auf diesen schönen, wunderschönen Fußball einen oh, Dankeschön. Hier vielleicht, hier eine Unterschrift, ein Autogramm von der Legende, Michael Sternkopf. Wie fühlt sich das an, wenn man als Legende angesprochen wird? Legende bei den Bayern München? Nein, ich nehme das dann eigentlich nicht so wirklich ernst, weil ich sehe mich selber nicht so, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich bin ein kleiner Teil des Vereins gewesen damals. Trag heute bei den Spielen, die wir austragen, für einen guten Zweck noch mit dazu bei. Aber ich sehe mich nicht als Legende. Mhm. Ich sehe mich als Mensch. Und ich freue mich, diesen Menschen hier gehabt zu haben. Michael Sternkopf, alles Gute für die Zukunft, Gott Dankeschön. Befohlen. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Riecht hervorragend. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Herzlich willkommen im ausverkauften Stadion von Wilhelmsdorf an der Hauptstraße. Die letzten Gäste kommen noch auf die letzte Minute hier mit ihrem Auto an. Die zwei Mannschaften stehen sich schon gegenüber. Der Schiedsrichter wird gleich anpfeifen. 11 Mann auf der rechten Seite, 11 Mann auf der linken Seite. Nur einer. Der hockt hier auf dem Ersatzbänkle. Und dabei hat er doch so gehofft, dass ihn der Trainer in die Startelf beruft. Er hat sich so gewünscht, das Spiel mitbestimmen zu dürfen und vielleicht sogar durch seinen Torschuss mit zu entscheiden. Aber nein, der Trainer hat sich für andere entschieden und jetzt sitzt er mal wieder, wie so oft, hier auf der Ersatzbank. Und er fühlt sich nicht gut, er fühlt sich nicht gebraucht, er fühlt sich nicht gut genug. Er fühlt sich in Frage gestellt, aussortiert, ausgemustert. Kennen Sie dieses Gefühl, auf der Ersatzbank zu sitzen, nicht mitspielen zu dürfen, nicht erheblich zu sein, nicht wichtig genug? Ich erinnere mich noch gut an eine Situation, die mir nie mehr aus dem Kopf gehen wird. Der Lehrer in der Grundschule im Sportunterricht hat zwei Schüler berufen, sie sollen für das Fußballspiel zwei Mannschaften zusammenstellen. Und dann hat der eine angefangen auszuwählen. Natürlich hat er den Peter genommen, der andere hat den Sven genommen, dann hat der andere wieder den Martin genommen. Und es war ja klar, dass der andere den Jürgen nimmt, weil das sind die besten Spieler, auf die kann man sich verlassen. Und ich war am Ende einfach übrig. Ganz alleine stand ich noch da und keiner hatte mich gewählt. Ja, bin ich nicht gut genug? Was ist los? Warum wollt ihr mich nicht? Ihr könnt mich doch nehmen. Ich kann auch Tore schießen. Aber nein, man hatte kein Interesse an mir. Und dann hat der Lehrer gesagt, Heiko, jetzt darfst du dir aussuchen, in welche Mannschaft du noch gehen willst. Und meistens haben dann die Mannschaftskollegen ihre Augen verdreht. Oh nein, auch noch der. Was für ein seltsames Gefühl, nicht gebraucht zu werden, aussortiert, ausgemustert. Man hat da vielleicht noch die Hoffnung, vielleicht wird der Trainer noch aufmerksam auf einen, vielleicht erinnert er sich noch an mich und vielleicht wechselt er mich ja irgendwann noch ein. Aber das zehrt so am Selbstbewusstsein, das zehrt so an meinem Wert. Ich bin nicht genügend. Was ich habe, reicht nicht. Oh nein, und wir kriegen dieses Gefühl einfach nicht aus unserem Bewusstsein raus. Es hat sich in uns eingefressen. Jetzt glaube ich an Jesus. Warum eigentlich? Unter anderem deshalb, weil mir von klein auf gesagt worden ist, dieser Jesus hat dich lieb, so wie du bist. Er mag dich, so wie du bist und er braucht dich, so wie du bist. Und man hat es mir immer wieder gesagt, schau dir doch die Geschichten an von Jesus. Schau dir an, zum Beispiel im Johannesevangelium, wo Jesus so ganz nebenbei durch die Straßen geht und einen nach dem anderen in seine Mannschaft beruft. Menschen, von denen bisher keiner Notiz genommen hat. Menschen, an die bisher keiner geglaubt hat. Menschen, die bisher keinen großen Namen getragen haben. Jesus sagt zu ihnen, ich brauche dich. Was bisher war, das ist mir egal. Was du hast, was du kannst, was du bist, das ist mir egal. Ich brauche dich. Genau so, wie du bist. Eines Tages läuft Jesus durch die Straßen und dann sieht er nebenbei einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen. Und zu dem spricht er, Levi, ab mit dir auf die Ersatzbank. Du bist es nicht wert, dich kann ich nicht brauchen. Bessere dich, ändere dich, trainiere noch mehr, dann schaffst du es vielleicht irgendwann in meine Startelf. Nein, Jesus sagt, folge mir nach. Folge mir nach. Und so entsteht eine wunderbare Geschichte. So läuft es bei Jesus, das hat man mir immer wieder gesagt und in der Zwischenzeit glaube ich das auch von mir selber. Ich habe nicht alles, ich kann nicht alles.
Ich habe oft das Gefühl, nicht genügend zu sein, nicht ausreichend zu können. Vielleicht auch immer wieder Schiffbruch zu erleiden, immer wieder an den gleichen Kleinigkeiten zu scheitern. Und habe das Gefühl, Gott, kannst du mich jetzt noch brauchen für irgendwas? Ich glaube, selbst der große Paulus hatte das Gefühl, dass er eher von Schwachheit gekennzeichnet ist und dass er eher einer ist, der auf die Ersatzbank gehört und nicht in die Startelf. Aber er findet eine wunderbare Möglichkeit und Methode, damit umzugehen, sozusagen neu zu denken. Er fühlt sich schwach, aber er hat einmal etwas aus dem Mund Jesu gehört, das ihn umgekrempelt hat, das ihm ein neues Denken gegeben hat. Er sagt, Jesus hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Wenn du dich auf der Ersatzbank fühlst, berufe ich dich sofort an die vorderste Front. Und dazu musst du mir nichts beweisen. Dazu musst du nicht besser werden. Dazu musst du mir nicht tolle Zeugnisse und sonst irgendwelche Zertifikate aus deinem Leben zeigen, die garantieren sollen, dass man doch was hat und was kann. Nein, lass dir einfach genügen an meiner Gnade. Und dann sagt er noch etwas. Seht ihr, liebe Menschen, deshalb bin ich so gerne schwach. Deshalb fühle ich mich gerne auf der Ersatzbank. Weil ich weiß, obwohl ich schwach bin, kann ich doch guten Mutes sein. Jesus schreibt mich nicht ab. Jesus vergisst mich nicht. Jesus verpflanzt mich nicht auf die Reservebank, sondern wenn ich schwach bin, dann wohnt in mir die Kraft Christi. Und mit der bin ich ein anderer Mensch. Ein neuer Mensch, auch wenn ich das oft nicht fühlen kann, auch wenn mir das oft nicht bewusst ist. Viele schaffen es bis ganz oben, auch hier im Stadion. Sie sind angesehen, werden angehimmelt, haben alles erreicht und dann sind sie doch unglücklich, weil sie merken, das ist es nicht, irgendetwas fehlt ihnen. Andere, die träumen davon, endlich erfolgreich zu sein, Erfolg zu haben, und das macht sie unglücklich, weil sie es einfach nicht erreichen. Wenn uns dieses Wort von Jesus neu durchdringt und unser Denken prägt, lass dir genügen an meiner Gnade, dann können wir staunen und wir werden staunen, was aus heiterem Himmel Gott aus unserem Leben macht. Keiner von uns braucht mehr das Gefühl zu haben, auf der Ersatzbank zu sitzen. Ich habe ein wunderbares Wort gelesen von John Newton. Ich bin nicht das, was ich sein sollte. Ich bin nicht das, was ich sein möchte. Ich bin nicht das, was ich einmal hoffe zu sein. Doch ich bin nicht mehr das, was ich früher einmal war. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und jetzt sagen Sie zu mir zu Recht, ich fühle mich aber trotzdem noch auf der Ersatzbank und bestenfalls als Reservespieler. Wissen Sie was, dann lassen Sie uns das auch positiv sehen. Ich habe letztens gehört, der Mensch hat bewusst seine Augen vorne, damit er nicht ständig zurückblickt. Ja, lassen Sie uns dieses Gefühl, auf der Ersatz- und Reservebank zu sitzen, auch mit den Augen sehen, die nach vorne gerichtet sind. Vielleicht ist Ihnen ja gerade alles zu viel. Und Ihr Cheftrainer merkt das. Und er hat gesagt, du, für dich ist es im Moment besser, eine Ruhepause zu haben. Sieh das nicht als Ersatzbank, sondern sieh das als ein Ruhebänkchen. Vielleicht brauchst du diese Auszeit. Oder vielleicht war auf dem Spielfeld irgendwas, wo Sie gegen Regeln verstoßen haben und der Trainer möchte Ihnen einfach noch einmal sagen, du, spiel nach diesen Regeln und mach dies oder jenes. Und dann bist du sofort wieder dabei. Vielleicht braucht es so etwas wie eine Besinnung, eine Umkehr. Aber dann sind Sie auf jeden Fall wieder dabei. Sehen Sie diese Ersatzbank, diese Reservebank als Ihre persönliche Chance.
Der Trainer möchte Sie gerne in Ihrer Startelf haben. Dazu hat er Sie berufen und begabt. Und wissen Sie was? Jetzt könnten wir doch gemeinsam aufbrechen. Jetzt könnten wir doch gemeinsam und ganz bewusst diese Ersatzbank verlassen und aufs Spielfeld gehen. Und wir könnten mitspielen, so wie wir es können, mit all den Gaben und Fähigkeiten. Und wir könnten das Spiel mitbestimmen. Und wir könnten durch unseren Schuss vielleicht sogar ein Tor erzielen und das Spiel entscheiden. Jesus glaubt an sie. Jesus beruft sie. Jesus liebt sie. In diesem Sinne, ein gutes, gesegnetes Spiel. Amen. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und stark. In denen, die am Ende ihrer Kräfte sind. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und stark, in denen, die mühselig und beladen sind. Wir sind zu schwach, um uns noch festzuhalten. Die letzten Kräfte sind schon lang verzehrt. Unsere Hoffnung werden wir behalten, dass unser Gott sich nie von uns abkehrt. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und stark, in denen, die am Ende ihrer Kräfte sind. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und stark, in denen, die mühselig und beladen sind. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Wenn ich bei uns auf der Homepage die Gebetsanliegen lese, dann freut mich das. Ich glaube, es tut Ihnen gut, wenn viele für ihre Sorgen und Probleme beten. Deshalb teilen Sie uns Ihre Sorgen mit, gerne über unsere Homepage. Dann können viele, viele Menschen das auch zu ihrem Anliegen machen. Lassen Sie uns füreinander und miteinander beten. Gott, oft komme ich mir vor wie ein Spielball. Man wirft mich hin und her, je nach Laune. Man wirft mich fort, man nimmt mich wieder auf, man lässt mich irgendwo in der Ecke liegen. Man beachtet mich nicht, man stolpert über mich hinweg. Man gibt mir einen Tritt, man greift nach mir, hält mich fest, überlässt mich fremden Händen. Lieber Gott, denk daran, wie schwer es ist für Menschen, wie Spielbälle herumgeworfen, wie Abfall weggeworfen zu werden. Nimm dich der Menschen an. Und Herr, lehre uns, dass wir uns untereinander nicht länger wie Spielbälle behandeln, sondern Achtung haben voreinander. In Jesu Namen.
Wir wollen weiter beten mit den Worten, die uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so lasst uns Gott um seinen Segen bitten für die kommende Zeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch Frieden. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Nach dem Gottesdienst habe ich für Sie noch folgende Informationen. Das Lied, das wir gerade zum Schluss gesungen haben, möchten wir Ihnen gerne schenken als kleine CD-Card mit einer kleinen CD drin und den Noten drauf. Können Sie selber singen oder aber auch verschenken. Die Gebete aus dem Gottesdienst gibt es in einem Buch, das erhalten Sie überall im Handel. Ganz herzlichen Dank, wenn Sie Werbung machen für die Stunde des Höchsten, es gibt neue Flyer, bestellen Sie so viel Sie brauchen für sich persönlich, für andere, zum Auslegen, zum Verschenken. Danke für Ihre Unterstützung. Danke auch für Ihre Spenden. Wir bekommen keine Fernsehgebühren, wir bekommen keine Werbeeinnahmen, wir bekommen nur Spenden. Das reicht, um diese Arbeit zu tun. Danke, wenn Sie uns helfen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen, vielleicht auf unserer Homepage. Dort erfahren Sie alles Wichtige und Neue rund um unsere Fernsehgottesdienstarbeit. Nun wünsche ich Ihnen alles Gute für die nächste Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Machen Sie es gut mit Gott auf Ihrer Seite. Auf Wiedersehen.